Guten Morgen, Imani. Guten Morgen. Kennst du schon alle Farben? Ja, natürlich. Okay, wo ist die Farbe Blau? Ja. Zeig mir mal die Farbe Lila. Jetzt nehme ich was Schweres. Ich will die Farbe Pink. Juhu! Guten Morgen, Amerika. Ich gehe jetzt zum Friseur meine Haare schneiden. Imani, und was machst du hier? Ach, Leute. Leute, Imani will auch unbedingt ihre Haare schneiden. Let's go! Hello. Let's go! So, Leute, ich bin fertig. Jetzt ist Imani dran. Freust du dich? Ja. Jetzt werden Imanis Haare geschnitten. Oh, no! Wollen wir das wegmachen? Ja, wir machen das weg. Baba, hast du schon Imanis neue Frisur gesehen? Oh mein Gott, du bist so schön! Wow! Wer hat dir denn deine Haare geschnitten? Bangja. Bangja? Wer hat deine Haare geschnitten? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja? Ja. Ja? Hey. Wohin gehst du jetzt? Ich habe ein Spiel. Mit wem? Mit meinen Kollegen. Nein, mit den Profis. Hast du gehört, Imani, Baba hat später ein Spiel? Imani, ich liebe dich. Versprochen ist versprochen und... wird auch nicht gebrochen. Baba, wir kommen auf jeden Fall später vorbei und werden dich heute unterstützen. Kommt ihr? Ja. Imani, kommst du auch? Ja. Bye, bye. Ja, ey, ich hab's fast vergessen. Dankeschön. Danke, Imani. Bis später. Bis später. Leute, heute ist ein sehr wichtiger Tag, weil heute spielt Nada mit den Profis. Und deswegen sind wir natürlich am Start. Mila, ich und Imani ist auch dabei. Wir werden ihn unterstützen und ich sag euch, ein Tor. Ein Tor ist heute drin und ihr werdet sehen. Bumm im Tor. Ja. Bumm im Tor. Die Möglichkeit, ja. Und das ist Tor. Nada Jindawi. Leute, Nada, dein Tag! Amerika, Amerika. Die Jindawi Bowl kommt gut an. Ihr liebt sie. Jetzt könnte man sagen, wir sind zufrieden. Aber wir sind niemals zufrieden. Wir packen die Jindawi Bowl jetzt aufs nächste Level. Wir arbeiten die ganze Zeit an Rezepten. Wir haben euch letztens schon ein bisschen gezeigt. Heute arbeiten wir weiter. Beste Qualität, Baba Geschmack. Einmal bitte mitkommen. Let's go. Aufgeregt? Ja. Hier haben wir frisches Kokos. Weißt du, was ich feier? Dass alles frisch ist. Imani probiert jetzt das Blaue. Wow. Wie oft schaffe ich, diesen Ball zu jonglieren? 7. Glaubst du nicht an mich? Du sagst nur 7? Ja, wir haben verstanden, du bist Profi, du bist Profi. Ich habe verstanden. Du kannst bis unendlich machen. Wir sind zu Besuch bei Imani. Hallo Imani. Hallo Baba. Hallo Imani. Warte. Mama, willst du einen Tee? Ja. Ja, wir nehmen gerne einen Tee. Mama, ich hab Mama einen Baby-Tee. Tee in Mama. Dankeschön. Das ist ja super lecker. Ich will auch Tee. No. Hallo Amerika. Mila und ich wurden auf ein Event eingeladen. Weißt du von welcher Marke? Nein. Von Anastasia Beverly Hills. Cool. Ja. Jetzt gehen wir da zusammen hin und gucken, was da so Schönes gibt. Wir sind das allererste Mal auf ein Event, deswegen sind wir ein bisschen aufgeregt. Wir werden Spaß haben, oder? Ja. Let's go. Leute, die wollen mich schminken. Mila wird jetzt mit den neuesten Produkten von Anastasia Beverly Hills geschminkt. Sind Sie aufgeregt? Ja.
Einmal nur nach oben gucken, jawohl. Du hast super schöne Wimpern. Mein Gesicht brennt. Wie war das Event? War super angenehm. Mila wurde geschminkt, wir haben ein cooles Foto gemacht, wir haben Geschenke bekommen, wir sind zufrieden. Ja. Ja? Du wurdest geschminkt? Das ist ein Natural Make-up Look. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Amerika, Amerika. Ich habe jetzt wieder Fahrstunde. Ich bin warm jetzt. Wir fahren jetzt los, Leute. Ich habe bald Prüfung. Die nächste Woche sind meine letzten paar Stunden und dann habe ich Prüfung. Und ihr seid heute live dabei. Nächste Woche ist deine Prüfung. Wir machen heute eine Prüfungssimulation. Leute, ihr habt gehört. Ich habe heute Prüfungssimulation. Ich kacke mir gleich ein. What are you doing? What's going on here? Here we go! Heute hätte ich leider nicht bestanden, aber macht euch keine Sorgen. Ich habe nächste Woche noch 3 Fahrstunden und dann kommt erst meine Prüfung. Schala bestehe ich. Oh mein Gott, was ist das? Dicke. Schnecke? Die bewegt sich und hat gekackt. Ja, ich kacke. Ich wusste gar nicht, dass Schnecken kacken. Ich glaube, jedes Lebewesen kann kacken. Er ist auch mal ein Mensch. Ich meine, was hast du für eine Krone auf dem Kopf? Luisa, warum hat sie Wäscheklammer in der Krone? Als Mutter musst du immer Lösungen finden. Die Krone hat nicht so gut gehalten und so habe ich die Krone festgemacht an ihr Kopf. Ey, wo ist sie hin? Sie war doch gerade noch hier und Schnecken sind doch gar nicht so schnell. Ich glaube, sie hat sich vor Imani versteckt. Warum? Imani, ich habe die Schnecke wieder gefunden. Was machen wir jetzt mit ihr? Tot. Nein, nein, nein. Imani, die Schnecke ist in ihr Haus zurückgegangen. Raus! Hier ist es zu gefährlich für die Schnecke. Lass uns sie zu den Blumen legen. Okay. Imani, nimm sie langsam hoch und dann zu den Blumen, okay? Zu den Blumen. Und nicht runterfallen lassen. Ganz vorsichtig sein. Baby, Dicke. Ich glaube, das ist ein guter Platz für sie. Ich glaube auch. Luisa, die Schnecke ist jetzt in Sicherheit, aber diese Krone sieht trotzdem komisch aus. Hey, Amerika, Amerika. Imani kauft jetzt was für ihren Bruder. Ja. Bist du bereit? Ja. Was willst du kaufen? Bruder. Du willst einen Bruder kaufen? Nein, du kaufst was für deinen Bruder, aber was? Auto, Bierjog, Abocken. Versprochen? Nein, Abocken. Klamotten? Ja. Okay, komm. Ich bin gespannt, was Imani aussuchen wird. Kokos Onkel. Kokos Onkel, Luisa, sie hat recht. Kokos Onkel. Imani, Kokos Onkel, alles schön und gut, aber wir brauchen jetzt was für deinen Bruder. Was kaufen wir deinem Bruder? Auto. Auto? Imani, was hast du denn da ausgesucht? Deinen Bruder. Das ist für deinen Bruder? Für deinen Bruder. Hey. Wir gehen jetzt jumpen. Seid ihr bereit, um zu jumpen? Ja. Bist du bereit, um zu jumpen? Yeah. Wir können auch nicht jumpen gehen ohne Mila. Mila! Here we go! Ich bin da, let's go! Geh da! Leute, als allererstes müssen wir erstmal die rutschfesten Socken anziehen. Imani, du musst Socken anziehen. Socken an. Ja. Imani, auch. Let's go! Soll ich deine Jacke ausziehen? Ja. Here we go! Luisa, du bist schwanger. Luisa, du bist schwanger. Was machst du da? Schaffst du den Ball da oben reinzuschmeißen? Zeig. Juhu! Mila und Imani gegen mich. Leute, aber Kopf und Fuß ist abfilmen.
muss. Erstmal nehme ich mir Imani. Die erste habe ich getroffen. Jetzt Mila. Oh no! Amerika, Amerika, lange ist her, lange ist her. Was essen wir jetzt? Eis. Welche Sorte holst du? Ich esse Haselnuss. Welche Sorte nimmst du? Mango. Welche Sorte nimmst du? Knoblauchtomate. Mango. Einmal Haselnuss im Becher. Ich meine, das ist ein Eis, kein Saft. Wo ist der Mülleimer? Keine Ahnung? Ah. Guck dich mal um. Wo ist hier ein Mülleimer? Keine Ahnung. Ich weiß, wo ein Mülleimer ist. Wo? Guck mal da. Du läufst dran vorbei. Da ist der Mülleimer. Imani, jetzt schmeiß den Müll in den Mülleimer. Ist zu schwer? Aber sie hat recht, ist wirklich zu schwer. Guck mal, wie klein sie ist. Und guck mal, wo sie reinschmeißen muss. Baba, hilf Imani. Das hast du super gemacht, Imani. Der Müll gehört nämlich in den Mülleimer. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Er hat eingeschlafen.